Jonas, Holger, schön, dass ihr beide hier seid und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ja, Nein oder Doch Nicht. Abwechselnd werdet ihr gleich beide gegen diese Prellwand spielen. Währenddessen wird derjenige, der gegen die Prellwand spielt, vom anderen Aussagen bekommen. Entscheidend dabei ist, dass ihr falsch antwortet. Sprich also auf die Erde ist eine Scheibe, antwortet ihr mit Ja. Wer beginnt? Wir machen das hier beim LSV immer so, der Jüngere legt vor. Das heißt, du spielst zuerst gegen die Prellwand, du, Kolder, darfst gleich Fragen vorlesen. Jonas, bitteschön. Links, das ist das für eine Frage. Ich kann loslegen? Du kannst loslegen. Start! In die Schau ins... nochmal neu. Cut. In die Schau ins Landreisen Arena passen mehr als 40.000 Zuschauer. Richtig. Kein MSV-Spieler hat in den bisherigen 17 Drittligaspielen häufiger aufs Tor geschossen als Capitano Moritz Stoppekan. Falsch. Ralf Fährmann hat versprochen, vor jedem Training ein Stück Kuchen zu essen. Falsch. Unsere MSV-Frauen sind mit 10 Punkten 10. der Frauen-Bundesliga. Falsch. Angela Merkel war 10 Jahre lang Bundeskanzlerin. Richtig. Keine Mannschaft hat mehr gelbe Karten kassiert als der erste FC Saarbrücken. Falsch. Kylian Mbappé ist im WM-Finale zum Spieler des Spiels gewählt worden. Falsch. Unser Teammanager Matthias spricht jeden regelmäßig mit Hömmer an. Falsch. Rolf Fälscher spricht 6 Sprachen fließend. Falsch. Auf den ersten beiden Tabellenplätzen der dritten Liga stehen 2 Teams aus dem Saarland. Richtig. Das letzte MSV in Klammern Testspiel Tor des Jahres 2022 erzielte Aziz Bouadous. Richtig. Ein Fußball darf laut DFB einen maximalen Umfang von 70 cm haben. Falsch. Astrid Lindgrens Kinderfilm Michel oder Michel aus Lönneberger spielt in Dänemark. Richtig. Top. Anstrengend. Ey, du hast super hochgehalten. Ja? Das war top. Also das muss ich erstmal nachmachen. Cool, ja. Also, du hast super geantwortet, meiner Meinung nach. Also da waren mindestens 6 oder 7 richtig. Ready? Yes. In Bussen und Bahnen gilt in NRW weiterhin die Maskenpflicht. Falsch. Markus Krebs moderiert in diesem Jahr das RTL-Dschungelcamp. Richtig. Physio Olli Grabowski ist seit 15 Jahren beim MSV. Keine Ahnung. richtig. Ein Fußball darf laut FIFA maximal 950 Gramm vor Spielbeginn wiegen. Richtig. Manni Piwonski ist offizieller Ehrenzeugwart beim MSV. Falsch. Ala Bakir hat 4 ältere Brüder. Falsch. Am Spieltag wird es in Saarbrücken eine Gästekasse geben. Falsch. Daniel Craig wirbt seit neuestem tanzend für Bushidos Eistee. Richtig. Der neue Club von Cristiano Ronaldo liegt nicht in Südafrika. Falsch. Der deutsche Dartspieler Gabriel The German Giant Clemens ist Fan des SV Elversberg. Richtig. Baran Mugeltay ist der jüngste Spieler des aktuellen MSV-Kaders. Falsch. Ennertz trägt die Trikot Nummer 12. Falsch. Das erste MSV-Testspieltor des Jahres 2023 erzielte Benjamin Gürt. Falsch. Richtig, richtig, Aziz Bouadous. Gut. Top, das war's. Okay, Männer, war eine knappe Kiste tatsächlich. Wie beim Boxen, einen Arm hoch, oder was? Ja. Und zwar holt Kolja Fusch knapp den goldenen Ennertz. Hey. War mir eine Freude. Glückwunsch. Gutes Spiel, gutes Spiel. Ja. Nummer 12, Ennertz. War richtig spannend.